Begegnung mit Bernie Glassman passierte über eine, ja, eine Frau, die ich sehr schätze und die eigentlich eine Schwester, fast wie eine Schwester im Geiste ist. Christa Spannenbauer, die auch das Lektorat übernommen hat, die das Interview mit übernommen hat, und die hat uns zusammengebracht. Ich kannte den Bernie, weil ich mich immer schon interessiert habe über die engagierte spirituelle Bewegung. Ob das jetzt Buddhisten sind oder Hindus, ist mir eigentlich ganz egal, oder christliche Mönche. Wichtig war mir immer, dass ein Engagement dahinter ist. Das Buch ist nichts anderes als die Begegnung mit dem Bernie Glassman und die Gedanken, die uns dabei gekommen sind. Und es war mir immer schon wirklich wichtig, ein politisches Bewusstsein zu verbinden, auch mit einem spirituellen Bewusstsein. Ich glaube immer schon, wenn man ernsthaft mal drüber nachdenkt, wie kommen einem eigentlich Melodien und Texte, das ist Spiritualität. Zu spüren, dass du da sitzt und es wird dir eine Melodie geschenkt und du kannst eine Stunde lang am Klavier improvisieren. Diese Generation, das mit mir nicht, diese, da habe ich nichts damit zu tun Generation, das seid ihr eigentlich. Das muss vorbei sein. Ihr könnt euch informieren, ihr wisst, was man tun kann, ihr wisst, wie die Zusammenhänge sind. Also ihr müsst euch engagieren, denn es ist ein Grundrecht des Menschen, sich zu empören und sich zu engagieren. Und es ist nicht nur ein Grundrecht, es ist eine Grundnotwendigkeit. Ja, das ist für mich Engagement. Engagement heißt, einfach nicht ansehen wollen, wie sagt Bert Brecht so schön, Kultur ist das Vergnügen, die Welt zu verändern.